Für eine Curling-Weltspitze können mithalten, braucht sehr viel Zeit, sei es mit Trainings, Spielpraxis, also sprich Erfahrung und vor allem sehr viel Freude am Curling. Also ich bin eine Person, die sehr gerne unterwegs ist. Das habe ich jetzt mit dem Curling halt sehr häufig. Am meisten vermisse ich, wenn ich irgendwo im Ausland bin, die Berge natürlich und einfach die Ruhe hier im Tal. Das war eines meiner schönsten Erlebnisse in meiner Karriere, als wir in Kanada die Weltmeisterschaft gegen ein Team von Kanada gewinnen konnten. Dort schon sind gefeiert worden und als ich dann zurückkam auf Grindelwald, hier auch noch einen schönen Empfang erleben konnte.